Düsseldorf, Dortmund L, das wird jetzt Part 3. Ich habe jetzt ein paar, zwei Parts gemacht gegen der Nordwestbahn, weil die mal wieder Verspätung hat. 30 Minuten. Ja. Ich überlege, ob ich, wenn der Nordwestbahn da ist, dass ich klatsche, dass er den Weg gefunden hat. Von A nach B. Weil die Nordwestbahn einfach nur noch einfach idiotisch ist. Alle drei Videos werde ich auf YouTube hochladen, auf YouTube lassen. Und da kann jeder sagen, was er möchte. Die werden auf YouTube gelassen, ja. Auf jeden Fall, das ist einfach nur eine Schande. Wie die Nordwestbahn hier abläuft. Wenn ihr von der, Nordwestbahn irgendwann rausgeschmissen wird, wundert euch nicht. Wundert euch nicht, dass ihr von, wenn ihr rausgeschmissen wird, oder noch mehr Ansagen bekommt von anderen Leuten. Weil ihr von der Nordwestbahn habt nichts anderes verdient als einfach weg von der Gleisen hier. Ich weiß nicht, wie die Nordwestbahn bei den anderen Bahnhöfen macht. Silber ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß, kann nur sagen, was die RE10 macht. Und die RE10, man muss einfach nur sagen, Zug hat Verspätung. Und man weiß direkt, ah, Nordwestbahn. Zugverspätung, ja. Part 3. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr von der, die RE10 kennt. Und schreibt vielleicht auch mal da Zugverspätung. Wie immer. Ja. In Düsseldorf, der Zug nach Düsseldorf, der Nordwestbahn, hatte letztens eine Stunde Verspätung. Ja. Bestimmt war irgendwie wieder was auf der Gleise. Ihr habt gerade gehört, ein Kommentar. Kommentar, wenn man macht Videoanruf. Wenn man auch in Düsseldorf öfter ist. Ja, also die RE10, die Nordwestbahn, bekommt jede Minute Verspätung hin. Es sind einfach sozusagen nur noch Rentner da, die, was weiß ich nicht, gerade nicht wirklich aufpassen. Ich denke zum Beispiel, ich weiß nicht, wann das nochmal war, an einem Freitag, da war ich in Bad Buschau. Also da kann ich vielleicht ein anderes Video machen, wegen Dingens hier. Jedenfalls war ich da in Bad Buschau. Der Zug kommt von Kleve nach Bad Buschau. Es ist eigentlich nur eine Bahnstrecke. Und rechts haben die gemerkt, dass der Zug, der Tank leer war. Der Zug musste direkt wieder nach Kleve. Weil der Tank leer war, weil die Nordwestbahn einfach nicht kapiert hat, dass der Tank leer ist. Keine Ahnung warum, aber da frage ich mich. Wenn der nicht kommt, ne? Muss der fast den letzten Zug nehmen. Ja. Ey, Lukas, bist du mit dem Part zu Ende? Nee, noch nicht. Ich bin halt noch dran. Auf jeden Fall, ja. War dann Bad Buschau, der Gegenzug kam, also auch nochmal einer. Von Kleve nach Bad Buschau. Dann standen zwei Züge in Bad Buschau. Ja. Und wie schon gesagt, weil der Zug halt keinen Sprit hatte und eine Bahnstrecke, das war nicht in der Mitte. Der Zug fährt ja immer von Kleve nach Düsseldorf. Und nach Kleve kommt Bad Buschau. Und schon in Bad Buschau schon zu bemerken, dass der Tank leer ist, das ist einfach nur eine Schande für sich. Das ist einfach nicht mehr akzeptabel. Ihr seht gerade hier und Nordwestbahn. Ja, das war's mit diesen Videos. Sorry, wenn es drei Parts daraus gibt, ich musste das WhatsApp-Status benutzen. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Ciao und bis dann. Hoffentlich kommt die Nordwestbahn beim nächsten Mal pünktlicher. Und gib mir Likes, wenn ihr das genauso findet. Dass vielleicht diese drei Videos hochgebusst wird, dass die Nordwestbahn vielleicht diese drei Videos mal abonnieren, mitbekommt. Julius, sei mal irgendwie still. Also auf jeden Fall, komm, gebt ein Like da am besten, wenn ihr auch dafür seid. Jetzt da hinten kommt der Zug. Ja, auf jeden Fall, da kommt er endlich mal. Ich werde jetzt für den gleich klatschen. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Ciao, haut rein, bis dann.